Hey und herzlich willkommen hier zurück zum Police Simulator. Und alles neu macht der August. das hier ist die erste Aufnahme auf dem neuen PC. Die allererste. Es wurde vorher noch nichts aufgenommen. Und wir müssen jetzt erst ein bisschen rumprobieren. Ich habe hier gebenchmarkt und meine Rechte, also beziehungsweise das Spiel sagte mir, stell mal auf 4K und auf Ultra-Einstellungen. Der Rechner kann das ab. Ihr seht das Spiel sowieso nur in 1080p, weil ich ja nur in 1080p aufnehme. Langt ja auch vollkommen eigentlich. Ich bin gespannt. Kann sein, dass wir die Einstellungen wieder ein bisschen runterdrehen müssen. Es kommt mir doch ein bisschen utopisch vor. Der Rechner ist ein Monster. Aber ob er so ein Monster ist, weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Wir sind jetzt in El Combi. Letzte Aufnahme war ein bisschen hakelig. Habt ihr vielleicht nicht gemerkt, weil ich rechtzeitig geschnitten habe. Ich hatte ein, zwei Systemabstürze, weil mein alter Rechner nicht so wollte, wie ich wollte. Der ist dann einfach runtergefahren, hat irgendwelche Updates gezogen, hat sich da total aufgehangen. Ich habe die Nerven verloren, habe ausgemacht. Deswegen sitzen wir jetzt auch hier in El Combi und wir sollen Raser mit der Radarpistole melden. Ich weiß allerdings jetzt nicht, aber ich glaube, wir haben eine Autostreife angewählt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wir werden es jetzt einfach mal testen mit unserem Schneckchen hier. Moin Uschi, na, alles klar? Gehen wir heute Abend was trinken? Aber ohne den Praktikanten diesmal. Als er das letzte Mal so voll war, hat er sich bis auf die Unterhose ausgezogen. Das machen wir nicht mehr. So, nein. Ich lasse mir das alles nochmal durch den Kopf gehen. So, da steht unser Voiture. Wir füllen die Ausrüstung auf. Ich habe keine Ahnung, was wir da auffüllen. Aber wir machen es einfach. Und ich fürchte, bei euch kann ich es runterregeln. Aber ich fürchte... Bei mir ist es ein bisschen laut. Ein bisschen sehr laut. Ganz kurzen Moment mal gerade. Wahrscheinlich wird das Bild jetzt verschwinden, aber ich muss leiser stellen. Geht nicht anders. Ganz kurzen Moment mal gerade. Wie komme ich denn jetzt hier dran? Es geht nicht. Ich habe aber auch hier an den Scheißkopfhörern nichts zum Einstellen. Okay. Für euch ertrage ich es. So. Wir sollen mit der Radarpistole Raser melden. Das gibt Bonus. Aber wir können auch alles andere machen. Was ist mit dem? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Der hat wahrscheinlich nicht geblinkt. Egal. Wir biegen mal rechts ab. Das wäre eigentlich die perfekte... Ja, obwohl, es ist wieder eine Ampel. Was ist denn hier vorne los? Wieso habe ich immer noch Blaulicht dann? Räume die Unfallstelle und schreibe... Ah, hier! Gott, Moment. So, zack. F ist aussteigen. Hier hat's gekracht. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier liegt ein Auspuff. Entschuldigung, bitte. Erstmal fragen, was hier los ist. Okay, sie sagt gar nichts. Dann bitte einmal Perso. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bisschen laut. Bitteschön, Officer. Oh, die hat einen Waffenschein. Alles klar. Einmal zurückgeben, bitte. Gut, dann machen wir erstmal... ne, warte mal, wo ist denn der andere? Unfall hat immer zwei, da. Oder? Hallöchen! Die weiß auch von nix. Oh, es ist auch wieder abgedatet worden, sehe ich gerade. 1.2.0.
Beim letzten Mal war es 1.1. irgendwas. So, was ist denn jetzt mit dem Perso? Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitteschön, Officer. Oh, das ist so elendig laut. So, alles klar und alles klar. Beides vorhanden. Hier ist dann noch ein dritter im Bunde. Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein. Du stehst wahrscheinlich auch unter Drogen, oder? Bitte schön, Officer. Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Nee, ich bin gerade in einem... Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Ja, beides gültig. Gut. Dann mache ich erstmal Fotos. Ja. Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Hier ist sonst nichts mehr. Hat die gar keinen Kratzer? Was willst du denn hier? So, dann machen wir mal reihum hier noch... Okay. Okay, leicht alkoholisiert, aber jetzt nicht so tragisch. So. Aha. Alles klar. Zack. Und, Zack. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Cannabis-Einfluss. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. Aber bitte doch. So, dann gucken wir hier nochmal in die Karre rein. Keine Gegenstände gefunden. Gramm Marihuana, alles klar. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Gucken wir hier auch noch mal rein. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Nix. Ich würde aber gerne hier drüben. Nein, nicht das. Alter, wenn der mir jetzt das Auto abschleppt, was eigentlich noch fahrtüchtig, ich wollte eigentlich auf der Beifahrerseite. Okay, kacke. Das war jetzt wahrscheinlich ungünstig. So, der muss weg hier. Okay, das geht auch noch.
Okay, alles klar. Gut. Aber Sie können leider nicht mehr weiterfahren. Laufen. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Habe ich dem aber sein Dings nicht gegeben. Ah, ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Wird die alte noch, ja. Natürlich, er wird in Kürze. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Okay. Oh, war doch der richtige. Glück gehabt. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Ich kümmere mich drum. Der vermutliche Aufenthaltsort der gesuchten Person wurde auf Ihrer Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. So, der kann weg, der kann weg. Die Kiste wird abgeholt. Alles klar, dann sind wir fertig hier. Achso, wir müssen noch warten, bis der... Oh. Wir müssen noch warten, bis die Alte abgeholt worden ist. Kann ich was trinken, ohne dass mein Bild verzerrt? So. Da kommt die Kollegin. Alter, was ist mit der? Kommst du auch mal raus oder muss woanders hin? Alter, das dauert. Ihre Schicht ist um, Officer. Was? Ich muss doch die gesuchte Person. Die mal. Auch weißt du was? Lass die jetzt da am Rand stehen. Glaube ich schon. Ja, der stand doch eben noch hier. Warte mal gerade. Mal gerade was gucken. Ich bin genau mittendrin. Carter John, 31, graues Hemd. Rotbraune Haare. Nee, ne? Ich habe jetzt keine Zeit, meine Schicht ist schon um. Und ich suche hier noch Verbrecher. Nee, der hat eine Brille auf. Hinten drin in der Ecke ist er auch nicht. Da ist er. Ich halte Sie an, weil Sie einem Phantombild ähneln. Da liegt eine Verwechslung vor. Na, dann zeig mal deinen Ausweis. Einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön. Der gibt mir den freiwillig? John Carter. John Carter. Ich würde sagen, zap, zap, zap. Wegen was eigentlich? Wegen was eigentlich?
Wegen was halten wir den jetzt fest? Ich habe keine Ahnung. Ich mach's mal so. Ich muss sie festnehmen. Gegen sie liegt ein Haftbefehl vor. Bitte tun Sie das nicht. Ich hoffe, das stimmt. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Alter, ist das hier laut. Wo habe ich eigentlich mein Auto geparkt? Da drüben. War anscheinend richtig. Okay. Alles klar. Errungenschaft freigeschaltet. Okay. So, dann jetzt aber nichts wie nach Hause. Entschuldigung. Ich bin durch. Lassen Sie mich zum Arzt. So, das mit den Rasern haben wir ja dann wieder voll verkackt. Aber egal. So. Kann ich hier durchfahren, Abkürzung nehmen? Ja, geht. Weil nämlich das Polizeirevier hier drüben ist irgendwo. Irgendwo hier muss ein Polizeirevier sein. Lauf doch mal schneller, pack's Handy weg, du Funzel. Hier ist, glaube ich, eins, oder? Hier haben wir doch angefangen. Was ist das jetzt? Hä, bin ich doof jetzt? Upsa. Das verkackte Polizeirevier. Was hier? Police Brighton. Na also, geht doch. Okay, ich bin jetzt von der anderen Seite reingekommen, aber... Hä, wo ist denn? Hilfe, wo ist der Eingang? Hier. Huch, wie sieht denn das hier aus? Ist ja schick. Oh, hier ist auch gar keine Uschi mehr. Hier ist ein... Kevin. Alter. Wo ist mein Schreibtisch? Immer der leerste Schreibtisch ist meiner, glaube ich. Aber hier sind so viele leere Schreibtische. Was ist denn mit euch? Schicht beenden. Hier, das ist meiner. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal, was wir alles richtig und falsch gemacht haben. Minus 10 wegen Unfall? Hä? Strafe für verlorene Verhaltenspunkte. Was? Du hast einen neuen Einsatztyp. Noteinsatz-Tatort. Noteinsatz-schwerer Unfall. Einen schweren Unfall hatten wir ja in der letzten Folge schon. War es das? Ja. So, was war denn hier? Fahrer befragt, hat nichts gesehen. Was hat denn hier Minuspunkte gegeben? Hier. Unrechtmäßig durchsuchtes Fahrzeug. Ja, das war das Falsche. Aber da konnte ich doch nichts für. Das war doch
Und das habe ich ganz habe ich auch noch zweimal gemacht. Ich backen. Egal. Oh, wir können auch, wenn wir aufgestiegen sind, ins nächste Gebiet, gell? Wisst ihr das überhaupt? Cool. Neue Schichten verfügbar. Und die neuen Schichten, die machen wir in der nächsten Folge. Ich mache jetzt erstmal meine Kopfhörer leiser, damit mir nicht die Ohren wegfliegen. Wir sehen uns einfach übermorgen wieder. Macht's gut. Schönen Abend noch. Und ich sag tschö, bitte.